Moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele und heute willkommen mal wieder zu A Look Back, also was Altes oder was Älteres dabei. Heute La Cheetah oder La Cheetah, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube La Cheetah, von Cosmos, zumindest diese Auflage von Cosmos, erschienen 2000 und damit locker qualifiziert für dieses Format. Und mit uns verbinden, oder wir verbinden, also Ellie und ich, mit diesem Spiel schon was relativ Besonderes, denn es ist das erste Spiel, das wir uns zusammen gekauft haben. Wir waren frisch zusammen seinerzeit, 2001 war das, also das Spiel war schon auf dem Markt und sind hier in unseren lokalen Spieleladen zusammengestiefelt. Leider, hallo Shushu, leider gibt's den noch nicht. Shushu gab's auch noch nicht vor 15 Jahren. Und also leider gibt's diesen Spieleladen nicht mehr inzwischen, das wollte ich sagen. Und ja, Kriterium in dem Laden, was wir wollten, war halt ein Spiel nicht unkomplex und sehr gut zu zweit spielbar. Das war also wichtig. Wir wollten, klar, ne, frisch zusammen, man verlässt die Wohnung gar nicht, nur selten. Und will abends spielen und ja, da kam La Cheetah eben genau richtig. Das war das, was uns empfohlen wurde. Wir haben es gekauft und wir haben es nicht bereut, sage ich einfach mal so. Es funktioniert wirklich bombastisch gut zu zweit. Es funktioniert aber auch genauso gut zu dritt, zu viert oder zu fünft. Wir haben es alles ausprobiert. Wir haben dieses Spiel wirklich bis zum Umfallen gespielt. Es ist nach wie vor toll. Und auch als ich das jetzt vor ein paar Tagen wieder rausgekramt habe, um einfach dann mir das hier mal vorzubereiten, habe ich sofort viel Lust gekriegt auf das Spiel. Es ist wirklich gut. Es ist ein richtig gelungenes Spiel, hat eine Menge Tiefgang. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ein Spiel in dieser Komplexität, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, heutzutage noch eine große Chance hätte bei großen Verlagen. Klar, jetzt vielleicht Hans im Glück oder so, aber viele Verlage sagen dann doch eher, okay, doch eher was etwas leichter Zugänglicheres. Also wobei, so schlimm ist es auch nicht. Aber immerhin wird hier angegeben, Spieldauer 60 bis 150 Minuten. Und das ist, sage ich mal, für ein Spiel, das eigentlich in der Reihe erschienen ist, also die Cosmos Spielegalerie, das sind wunderschöne Spiele, die da gemacht worden sind vor Jahren. Aber es richtet sich oftmals auch also an klar schon Kenner, aber eben auch so Familienspieler, die dann von Siedler aus weitergegangen sind, sage ich mal. Zum Beispiel selbst Säulen der Erde zum Beispiel hatte weniger Spielzeit angegeben, aber also 150 Minuten ist schon eine Hausnummer auf einem Kosmos-Karton, wollte ich damit einfach sagen. Ja, Autor Gerd Fenchel hat man leider nach La Cheetah nie wieder was von gehört. Und davor hat er nochmal Kraut und Rüben gemacht, auch bei Cosmos. Ist ein Ingenieur, habe ich gelesen, bei Boardgame Geek aus dem Schwarzwald. Aber ja, nach La Cheetah wohl keine Lust mehr gehabt, Spiel zu entwickeln. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da war. Vielleicht kennt ihn jemand, vielleicht weiß das jemand und mag das hier mal reinschreiben. Das würde mich tierisch interessieren. Denn dieses Spiel ist wirklich so gut. Vielleicht sehe ich da auch sehr viel durch die rosarote Brille. Mich würde schon interessieren, warum der gute Mann nicht weitergemacht hat mit diesem schicken Hobby. Vielleicht auch einfach zeitberuflich oder so. Man weiß es nicht. Ja, was haben wir hier noch an Infos? Wer spielt mit? Steht hinten drauf. Erwachsene und ältere Kinder ab 12. Ja? Und dann Glückspilze, 3 von 10. Dann haben wir hier Planer, 6, ne? Nee, 8 von 10. 8 von 10 Punkte für die Planer. Und Nervenstärke, 7 von 10. Also es geht eher, wie gesagt, hier in die Kennerspielrichtung. Bisschen drüber will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das ist das, wo der Hase läuft. Dann, nachdem es bei Cosmos irgendwann nicht mehr produziert wurde, kam es nochmal raus bei Abacus in der Neuauflage und im Ausland auch bei Rio Grande in den USA oder bei Nein in den Niederlanden. Zurzeit ist es vereinzelt hier und da nochmal, taucht es nochmal auf, neu in Folie, aber Restbestände. Es wird meines Wissens zurzeit nicht neu produziert, was echt schade ist. Ne? Vielleicht fasst sich da jemand nochmal so ein Herz und macht da was. So, jetzt genug Vorgeplänkel. Ich erzähle das jetzt nicht haarklein alles, das ganze Spiel, aber gebe jetzt mal so einen Überblick, wie die ganze Sache funktioniert. Und dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr euch nochmal auf die Suche macht nach einem eingeschweißten Exemplar oder vielleicht nochmal über die Flohmärkte wollt, wenn ihr das Spiel noch nicht habt. Ich kann es nur empfehlen. Das ist ja kein Review. Warum soll ich denn irgendwie hier mit meiner Meinung jetzt schon geheim halten oder so? Es ist einfach ein tolles Spiel. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Und hier sehen wir auch schon das ganze Geheimnis, warum La Cheetah zu zweit so gut funktioniert. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das machen ja viele Spiele. Aber es klappt also tatsächlich. Das Feld wird nämlich spielerzahlmäßig begrenzt. So, ne? Das helle Grün hier ist die Spielfläche für zwei Spieler. Und
3, 4, 5 kommt dann immer noch mal was dazu. Also das Braune hier für 3 Spieler und diese Felder für 4 und 5 Spieler. Also das ist sehr gut gelöst. Ist jetzt aber auch nichts, was ich jetzt sagen würde, das macht nur Lasita so. Aber dadurch funktioniert das Ganze halt wirklich gut und man braucht nichts blockieren oder so. Oder sagt, hier stellen wir eine Phantomstadt hin, für die gebaut wird, irgendwie dann die außerhalb der Spielerkontrolle ist. Nein, so ist es und das Spiel funktioniert ansonsten komplett nach denselben Regeln wie für 3, für 4, wie auch immer Spieler. So, ich muss hier nebenbei immer mal so ein bisschen gucken, damit Shushu den Gebäudestapel oder die Gebäudestapel nicht umschmeißt. Aber das werden wir hinkriegen, nicht, Shushu? So. Ja, ganz einfach in diese freien Felder, neben diesen Sechseckfeldern, platziert man im Laufe des Spiels, jetzt ziehen wir von dieser Seite, nicht im Laufe des Spiels, zu Spielbeginn. Und wir können die direkt legen. So. Diese Rohstofffelder. So, das ist jetzt ein bisschen einseitig, das Ganze. Ah, da kommen noch mal ein paar andere Sachen. So, ich mache das mal für 2 Spieler. Das heißt, ich lege nur... Also ich lege schon überall hin, wo es muss. Aber ich baue gleich nur Siedlungen für 2 Spieler auf. So. 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 Denn trotzdem nur dieses innere hellgrüne Feld genutzt wird, grenzten ja auch an auch die äußeren, die umschlossen sind mit mehreren Spielern, aber grenzen zumindest immer von einer Seite auch jetzt an dieses Zweispielerfeld. So, und in diesen Tälern, Wegen, die es hier gibt, da baut man seine Städte praktisch. Ziel dieses Spiels ist, man baut seine Stadt. Das Spiel läuft über 6 Runden, die gleich 6 Jahren sind. Und am Ende jedes Jahres wird das Volk befragt. Und was will das Volk? Will das Volk Gesundheit? Will das Volk Bildung? Oder will das Volk Kultur? Und wenn Städte von gegnerischen Spielern bestimmt auf einer bestimmten Entfernung sind und eine Stadt hat zum Beispiel irgendwie mehr Kultur, während das Volk auch tatsächlich Kultur möchte in diesem Jahr, wandern Bewohner in die Nachbarstadt. Das ist also der Kniff dieses Spieles. Man jagt sich gegenseitig die Bewohner ab oder versucht halt zu verhindern, dass einem die Bewohner abgejagt werden. Es ist also gleichzeitig auch noch hochinteraktiv und hat schon einen ganz schönen Ärgerfaktor. Also wir hatten noch Leute am Tisch, die sich ziemlich aufgeregt haben bei diesem Spiel. Ich kann mich da noch so 1-2 legendäre Abende erinnern, aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Und gucken wir einfach mal. Also man baut zu Anfang 2 Castellos sozusagen und ausgehend von diesen Castellos baut man seine Städte. Ich mache das einfach mal hier. Hier habe ich Zugang zu Wasser und ja, hier habe ich Zugang zu Wasser, das machen wir auch so. Wasser ist wichtig für Gesundheitseinrichtungen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Während diese Ähren hier eben Ernährung bringen. Ne, das sind Landwirtschaftsfelder. Eine Ähre drauf bedeutet, ich bekomme eine Ähre zum Auslegen. Hier sind 2 Ähren drauf. Das heißt, ich würde mir schon mal 2 Ähren auslegen. Die muss ich auch nie wieder abgeben, sondern das bedeutet, das ist das, was ich an Ähren habe, um meine Leute zu ernähren. Ja, das wird einfach immer nur angezeigt. Wie das genau geht, erzähle ich gleich. Und die zweite Siedlung, jetzt möchte ich auch ganz gerne noch mal irgendwo an so einen Berg grenzen, aber gleichzeitig auch noch irgendwie viele Ähren abgreifen. Das ist jetzt nicht einfach. Ja, das könnte man natürlich hier, aber wir spielen zu zweit. Das heißt, dieser Weg hier ist gesperrt. Und von daher, ich will auch nicht zu dicht an meine eigene Stadt. Ach, ich gehe einfach, ich gehe hier hin. Das sind ein paar Wege. Da müssen wir uns da so ein bisschen, so. Denn, wenn ich Zugang habe zu Bergen, was ich auch irgendwann von hier aus haben kann, oder wenn es sich ganz arg lang schlängelt, aber das ist eher unwahrscheinlich, kann ich mit diesen, wo haben wir sie? Steinbrüchen. Da sind Steinbrüche. Bringen die mir Marmor. Marmor in diesem Sinn, Fall von, also symbolisch für Einkommen, ne? Nämlich Goldmünzen. Pro Steinbruch, den ich angrenzend an einen Berg habe, eine Goldmünze in der Einkommensphase. So ist es. Während mir die Rückseite der Plättchen sind, also oft beidseitig bedruckt, nochmal wieder eine Ähre bringen, ne? Weil es eben Bauernhöfe sind. So, dann gibt es verschiedene andere Gebäude. Es gibt, wie gesagt, einfache Gebäude. Der Markt ist ein sehr wichtiges Gebäude, denn der Markt erhöht die Anzahl der Bevölkerung, die ich haben kann. Und da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt. In dem Moment, in dem ich mein Castello
positioniere, ziehe ich hier aus diesem Beutel, also der Beutel lag drin, ist jetzt eigentlich nicht so wild, aber ich lasse sie auch gerade in dem Beutel, weil sonst kommen hier gleich Katzen und holen diese Leute weg. Und stelle auf jedes Castello 3 Bewohner. So, und mit diesen Bewohnern baue ich meine Stadt aus. Denn jedes Gebäude, das ich baue an neuen Gebäuden, muss ich auch mit einem Bewohner versorgen können. Also wenn ich jetzt tatsächlich in meiner Baurunde, sagen wir mal hier den Markt baue, oder na, wir machen mal einen Brunnen hier oben. So, ein Brunnen, ich kann ja einen Brunnen bauen. Brunnen braucht Zugang zum Wasser. Das erkennt man, wenn hier unten so ein Wassersymbol drauf ist. Aber ich habe ja hier am Wasser gebaut, nah am Wasser gebaut. Und setze da eine von meinen Bürgerinnen drauf. Ja, es gibt Bürger und Bürgerinnen. Spielrelevant ist das nicht. Hier wohnen zum Beispiel nur Frauen in der Stadt. Aber es ist ganz schön gemacht. Es gibt halt, wie gesagt, Bürger und Bürgerinnen. Ich habe auch noch Bürger und Bürgerinnen in meiner Farbe, in der Spielerfarbe. Die sind aber nur in der Politikphase wichtig. Na, die bringen dann nochmal was für die Mehrheitenwertung. Weil im Grunde ist es eine Mehrheitenwertung. Wenn man das so ganz klar runterbricht, ist es eine. Aber eine sehr interessante. So wird praktisch einfach dann angebaut. Aber wie kommt das Ganze in Gang? Nachdem ich also Einkommen bekommen habe, mein Bevölkerungswachstum stattgefunden hat, besteht die Runde aus 5 Politikphasen. Und diese 5 Politikphasen sind eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt und der Motor des Spieles. Ja? Also in praktisch 6 Runden spiele ich jeweils 5 Politikphasen. Das heißt 30 Politikphasen im ganzen Spiel und da kann man schon eine ganze Menge machen. Entweder kann ich nämlich eine von meinen 3 Aktionskarten spielen. Ich halte die einfach mal so rein, das sind dieselben. Und mit einer Aktionskarte kann ich entweder, da steht hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich lege die einfach mal hin und zeige drauf, entweder 2 Gold erhalten oder ein einfaches Gebäude bauen. Das sind eben diese kleinen Gebäude, wie jetzt hier der Brunnen mit einem Bogen. Bögen komme ich gleich dazu. Oder ich kann eine neue Stadt gründen. Das heißt, ich nehme einfach mein 3. Castillo in dem Fall und lege es irgendwo hin. Ziehe dann wieder Leute aus dem Beutel, die da mit einziehen. Das geht. 4 Castillos kann ich überhaupt maximal bauen im Spiel. Und alles über diese 3 Karten. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, nur 3 Karten und 5 Politikphasen. Denn wenn ich eine Karte benutze, wird die umgedreht und es ist in der nächsten Runde wieder erhältlich. Dafür habe ich Politikkarten an der Seite, um Aktionen zu bringen. Da liegen in jeder Runde 7 Stück. Und wenn weg, dann weg, sage ich mal. Da gibt es zum Beispiel reiche Ernte. Eine ihrer Bauernhöfe bringt in diesem Jahr die doppelte Getreidemenge. Was sehr schön ist für die Ernährung dann später. Ein Palazzo, hiermit kann ich ein Palazzo bauen. Der bringt mir dann eben 2 weiße Bögen, der Palazzo. Weiße Bögen, Kultur, gute Sache. Der große Baumeister. Je nachdem, was ich an Gold bezahle, kann ich Gebäude bauen. Ja, einfaches, mittleres, großes Gebäude. 1 Bogen, 2 Bögen, 3 Bögen. Großes Gebäude für 4. 4 bezahlen und schon stelle ich mir hier den Dom hin. Da ist der Dom mit 3 weißen Kulturbögen. Ja, während ich mir aber auch, haben wir es hier zum, na, eine Domkarte haben wir nicht, aber wir nehmen mal die Uni. Wo haben wir hier denn die Uni? Also, Uni gefunden. Da ist sie. 3 schwarze Bögen hat die Uni. Und es gibt eben nicht nur diesen Universal-Baumeister, der für 4 ein großes Gebäude baut, nämlich die Uni für 4. Es gäbe zum Beispiel auch die Universität als Karte. Und da würde ich nur 3 bezahlen und könnte mir eine Universität bauen. Das sind eben die Politikkarten. Ne? Wenn weg, dann weg. Und auch diese bringen das Spiel voran. Wie gesagt, reiche Ernte, dann Bürgerzuwachs. Es gibt sowas wie Brot und Spiele. Brot und Spiele heißt die Karte. Liegt jetzt hier gerade nicht offen. Aber mit Brot und Spiele kommen diese farbigen ins Spiel. Und zwar bis zum Ende der Spielrunde. Ja, wenn ich jetzt angenommen in dieser Stadt Brot und Spiele spiele, auf den Brunnen würde ich mit der Karte Brot und Spiele einmalig einen farbigen kriegen. Das bedeutet einen zusätzlichen Anziehungspunkt. Ne? Diese Bögen sind gleichzeitig auch Anziehungspunkte und das heißt, der Brunnen würde als 2 blaue Bögen gelten, 2 blaue Anziehungspunkte. Ich kann das Ganze verstärken, indem ich für 3 Geldstücke praktisch auch 3 Figuren da reinsetzen kann. Dann wären da schon 4 blaue Anziehungspunkte und die Stadt neben mir wäre denn da eine, kommen wir nachher noch zu,
hätte es schon arg schwer, dagegen anzustinken. Und alle Leute, die ein Gesundheitsbedürfnis haben, die würden zu mir wandern. Ne? Also das, da kann man also schon mal so ein bisschen dran arbeiten. Aber wie gesagt, die Karte liegt hier in dieser Runde nicht. Das sind die bunten Figuren. So, 5 Politikphasen gibt's. Wenn man damit fertig ist, wird praktisch die Stimme des Volkes ermittelt. Und das sind diese Karten. Davon liegt immer eine offen aus, zu Beginn des Jahres. Das ist in diesem Fall Gesundheit. Aha, hätte ich mal. Und die anderen werden in dem Fall umgedreht. Es gibt die Möglichkeit, auch hier über Politikkarten, auch da liegt keine aus, gerade mal runter zu gucken, um zu sehen, wohin der Hase läuft. Aber man sieht nie alle. So, aber jetzt werden sie ausgedeckt. Oh ja. Das ist jetzt ein klassisches Unentschieden. Wir haben 2-mal Gesundheit und 2-mal Bildung. Das heißt, das Volk ist unentschlossen. Will Bildung und Gesundheit. Das heißt, die Stadt, jede Stadt wertet für sich seine Mehrheiten und darf sich aussuchen, welche Bögen es werten will. Aber halt nicht beide. So, um das mal zu demonstrieren, brauchen wir in Nachbarschaft Städte. Wir machen einfach mal diese Stadt hier oben, vergrößern die ein wenig. Zum Markt hatte ich gesagt, erhöht meine Bürger. Ich darf mehr als 5 Bürger in die Stadt bringen, wenn ich den Markt habe. Und bekomme auch eine Figur gratis aus dem allgemeinen Vorrat dazu. Das heißt, ich muss nicht eine Figur vom Castello nehmen. Und meine Stadt wächst automatisch um eine Figur. Also von daher, der Markt ist schon eine super Sache. So, jetzt haben wir hier mal... das muss hier unten hin. Na, denn das Badhaus braucht Zugang zu Wasser. Das hatten wir. So, das wären, nach dieser Runde wäre das diese Stadt. Und jetzt liegt hier eine Stadt. Und wir haben hier eine 2er-Entfernung zur nächsten Stadt. Das bedeutet automatisch, bei einer 2er-Entfernung könnte auch schon gewandert werden. Und wir machen das Ganze mal so. Und so. Das Hospital, das Gesundheit und Bildung bringt. Sehr mächtiges Gebäude im Grunde, weil es für beides da ist. Nachdem Schuschu es sich bequem gemacht hat, geht es weiter. Wir gucken uns einfach mal kurz hier die Völkerwanderung an. Denn die Bürger wandern. Und zwar wäre es in diesem Fall so, dass sich diese Stadt natürlich selbstredend entscheiden könnte für Gesundheit, aber hat 3 Gesundheitspunkte, während diese Stadt auch 3 Gesundheitspunkte hat. Es findet also keine Wanderung statt. Diese Stadt wiederum würde sich entscheiden für Bildung, denn sie hat einen schwarzen Balken für Bildung. Und das heißt, eine Figur, es müssen immer von den Äußeren wandern, geht rüber in diese Stadt. So, und dementsprechend muss dieses Gebäude abgerissen werden, weil es nicht mehr unterhalten werden kann. Ja, das ist eine sehr bittere Sache, denn es wären zwei Anziehungspunkte Gesundheit, die hier mal eben flöten gehen. Ja? Umgekehrt wäre das Ganze eben folgendermaßen, wäre jetzt, sagen wir mal, das Krankenhaus nicht da, wäre. Wäre das Krankenhaus eben nicht da, wären hier 3 blaue Bögen, 3 blaue Anziehungspunkte für den Bereich Gesundheit. Und hier wären 2, dann würde eine Figur hier rüber wechseln. So, in diesem Fall, gut, das war jetzt die, die noch gestanden hätte. Aber wäre das Ganze jetzt so, würde es so aussehen, würde die hier rüber wechseln und es wäre nur noch das Castello da. Ja. Städte können auch bis zum Komplettabriss verschwinden, hat der andere halt wieder eine Möglichkeit, irgendwo zu bauen. Danach wird geguckt, kann ich meine Bürger ernähren? Denn ich muss für jeden Bürger, den ich in meiner Stadt habe, egal wo, ein Getreideplättchen liegen haben. Ich hätte jetzt 4 Getreideplättchen liegen nach dieser Geschichte, habe aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Na, das ist also schon mal bitter. Nicht ernährte Bürger, das Ganze wird 1:1 abgerechnet. Man kennt das zum Beispiel von Agricola oder so. Aber wie gesagt, ich muss das Getreide nicht sammeln und gebe es wieder ab. Aber nicht ernährte Bürger muss ich abgeben. Die wandern nämlich aus. Und zwar wandern die in den allgemeinen Vorrat, weil es da anscheinend mehr zu essen gibt. Ja, das ist es auch im Grunde. Wenn mir das in der letzten Runde passiert, dieses Abwandern, nur in der letzten Runde, ärgerlich ist es immer, aber in der letzten Runde gibt es 5 Minuspunkte für die Endabrechnung.
Und da wird es dann richtig ärgerlich. Und dann sind wir auch bei der Endabrechnung. Da wird im Grunde nur abgerechnet, ein Punkt pro Bürger, den ich habe. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist ja auch schon die Wanderung erfolgt, der Bürger, und auch die Abwanderung der Nichternährten erfolgt. Und ich kann Bonuspunkte sammeln für jede Stadt, in der ich von jeder Farbe mindestens einen Bogen habe. Also einen weißen, ein oder drei schwarze oder blaue. So, wenn ich von jeder Farbe ein Gebäude habe, kriege ich 3 Bonuspunkte. Und das kann ich in jeder Stadt versuchen zu erreichen, die ich habe. Das ist La Cita. Und ihr seht, das Ganze ist klar, es ist eine Mehrheitenwertung. Es hat so ein bisschen so ein bisschen Area Control. Man hat Einfluss auf die anderen Areas, also praktisch die anderen Städte. Ist dadurch hoch interaktiv, kann sich ganz schön in die Parade fahren, da man ja auch den anderen auch was kaputt macht damit. Und aber immer noch auf eine nette Art. Ich weiß es nicht. Es ist nicht ganz so böse. Na doch, es ist schon böse. Es ist schon böse, aber es macht Spaß. So ist es einfach. Ja, das soll es gewesen sein. Das ist toll. Das Spiel ist auch nach 15 Jahren immer noch hier und hat immer noch gut. Ich habe richtig Lust, das jetzt zu spielen. Machen wir nachher. Und bin einfach nach wie vor wieder begeistert. Es hat immer einen Platz in meinem Regal. Wird da niemals irgendwie, doch rausgehen wird es nämlich auf den Tisch, aber es wird niemals dieses Haus verlassen, sagen wir mal so, es sei denn, wir ziehen um. Ansonsten, also es bleibt in der Sammlung, so, Punkt. Und das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Vielleicht habt ihr Lust gekriegt auf La Cita. Wie gesagt, hier und da taucht es nochmal neu auf, wird nicht mehr aufgelegt, aber es gibt halt Restbestände, und ansonsten viel Spaß auf den Flohmärkten oder einschlägigen Möglichkeiten, Secondhand-Spiele zu kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Ja, und wenn euch das hier jetzt gefallen hat, mal wieder a look back nach längerer Pause, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen freuen, und ebenso freuen würden wir uns über ein Abo von euch oder über einen Kommentar, wenn ihr was habt. Vielleicht kennt ihr das Spiel. Was habt ihr da für Erfahrungen mit? Es mag ja auch unterschiedliche Meinungen geben. Ja, ich finde, was für das Spiel spricht, ich habe dort morgen nochmal geguckt, es ist auf Platz 269 Boardgame Geek, was ich für ein älteres Spiel gar nicht schlecht finde, das eigentlich gar nicht so eine Mega-Verbreitung hatte, was keine Preise bekommen hat, leider. Aber dafür super. Na, dafür steht es, finde ich, immer noch gut, noch immer noch über 7 von der Durchschnittsnote. Also, tja, spricht alles für das Spiel. Von daher, wie gesagt, wir freuen uns. Kommentare, Likes oder auch ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal, und wir hoffen mal, dass das nächste Lookback nicht ganz so lange dauert. Bis dahin, alles Gute und tschüss und danke fürs Gucken.